Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lieber Herr Minister Schneider! Mit dem Aktionsplan der Landesregierung NRW inklusiv verfolgen wir das Ziel, die inklusive Gemeinschaft in unserer Gesellschaft, die inklusive Gesellschaft als solches, schrittweise zu erreichen. Viele der darin beschriebenen Maßnahmen werden bereits umgesetzt. Beteiligung, Beratung und Unterstützung sind gewährleistet unter anderem durch den Inklusionsbeirat, durch das Lotsensystem und auch die Kompetenzzentren für selbstbestimmtes Leben, die wir bereits im Lande haben. Nur als einige Beispiele dafür, wie der NRW-Aktionsplan funktioniert. Als Teil der Kampagne zur Bewusstseinsbildung ist gerade erst vor wenigen Wochen der erste Inklusionspreis des Landes NRW verliehen worden. In unterschiedlichen Kategorien wie Arbeit, Freizeit, Kultur wurden herausragende Initiativen für ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Inklusion ausgezeichnet. Und dabei wurden in der Tat tolle Aktivitäten bekannt, die auch zur Nachahmung inspirieren. Wichtig für die Kampagne zur Bewusstseinsbildung. Denn an solchen Beispielen wird deutlich, wie Inklusion Spaß macht, wie Inklusion unserer Gemeinschaft als solchem guttun. Und es ist nicht nur ein Thema für einige wenige, sondern es ist ein Thema für uns alle, denn wir alle haben daran teil. Als weitere Maßnahme im Katalog des Aktionsplans werden dann Normprüfung und Normprüfungsverfahren genannt. Und ich denke, dass die Landesregierung nun hier das erste Gesetz, allgemeine Gesetz zur Stärkung der sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen, also das Inklusionsstärkungsgesetz, einbringt, ist ein Teil hiervon. Hierin werden allgemeine Grundsätze, Behindertengleichstellung, Kommunikationshilfeverordnung und Wahlrecht zeitgemäß formuliert. Und an dieses Gesetz, da können wir uns alle ganz sicher sein, knüpfen die Menschen mit Behinderungen, deren Angehörige, aber auch ihre Interessensvertretungen, die Verbändevertretungen, hohe Erwartungen. Menschen mit Behinderung soll die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden. Dazu gehören einfaches Wählen trotz Sehbehinderung, Unterstützung bei Elterngesprächen für Hörbeeinträchtigte sowie selbstbestimmtes Wohnen trotz Beeinträchtigung. Dieses Inklusionsstärkungsgesetz, und das ist wichtig, beschreibt keine neuen Aufgaben, sondern es konkretisiert Maßnahmen, die die Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen. Und das Gesetz richtet sich insbesondere an die Träger der öffentlichen Belange im Land und den Kommunen. Also es sind hier nicht nur die Kommunen genannt, sondern auch das Land, Herr Preuß. Sie haben das eben so ein bisschen eingeschränkt vorgetragen. Diese tragen also in mehrfacher Hinsicht auch Verantwortung, denn vor Ort werden die Barrieren abgebaut und dort wird gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht. Und natürlich haben öffentliche Einrichtungen auch eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Menschen mit Behinderung fördern und unterstützen ist das Ziel. Und ein gutes Beispiel, es ist auch vorhin schon erwähnt worden, ist hierfür das, was wir in NRW vorangebracht haben, sind die Angebote für selbstbestimmtes Wohnen und Leben. Denn bereits seit 2003 haben die beiden Landschaftsverbände die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung beim Wohnen erhalten. Und seither konnte in NRW das Angebot an betreutem selbstständigen Wohnen deutlich erweitert und der weitere Zubau an Heimplätzen gestoppt werden. Heute leben in NRW bereits mehr Menschen im ambulant betreuten Wohnen und im selbstständigen Wohnen mit Assistenz als in Wohnheimen. Und damit ist NRW ganz klar Vorreiter in der ganzen Bundesrepublik. Die in den letzten Jahren bereits vollzogene Verlagerung der Organisation von ambulanten Wohnformen für Menschen mit Beeinträchtigung auf die Landschaftsverbände erhält nun die gesetzliche Grundlage. Wir begrüßen, dass im Gesetzentwurf nun auch die Unterstützung von Eltern mit Hör- und Sprachbehinderungen mit geeigneten Kommunikationshilfen über das Verwaltungsverfahren hinaus gewährleistet wird. Das bedeutet, dass für gehörlose Eltern Kommunikationshilfen wie zum Beispiel Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung gestellt werden, wenn sie an Elterngesprächen in der Kita oder in der Schule teilnehmen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Inklusion ist ein Querschnittsthema durch alle politischen und gesellschaftlichen Bereiche. Es ist aber auch ein Querschnittsthema über alle Ebenen. Hier sind Bund, Land und Kommune gefordert, ihre Verantwortung anzuerkennen und entsprechend auch zu handeln. Wir geben in unserem Land viel Geld für Infrastruktur und Bau von Immobilien aus. Der Standard, den unsere öffentlichen Verkehrsflächen und auch Gebäude, egal ob öffentlich oder privat, erreichen, sucht seinesgleichen in Europa.
Bedauerlich nur, dass bei den hohen Investitionen nicht immer darauf geachtet wird, Barrieren zu vermeiden. Barrieren, die die Zugänglichkeit, das Auffinden und die Nutzung erschweren oder gar verhindern. Da steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eher unbemittelt da. Letzter Satz, fast. Manchmal ist weniger halt doch mehr. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Ich meine damit weniger investieren in Hochglanz für einige, dafür mehr investieren in Teilhabe für alle. Im weiteren Beratungsverfahren kommt sicher noch die eine oder andere Änderungs- und Ergänzungsvorschlag zur Sprache. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die Diskussion zu diesem Gesetzentwurf. Aber das sei mir dann doch noch gestattet, zwei Worte zu unserem Herrn Minister, dessen Verdienste in seinem Wirken hier ja schon mehrfach erwähnt wurde. Aber lieber Herr Minister, sehr geehrter Herr Minister Schneider, lieber Guntram, was ich immer ganz besonders und häufig bewundert habe, ist ein phänomenales Gedächtnis. Ich hoffe, dass sich das auch in Zukunft nicht in den Stich lässt, denn du sollst uns ja hier alle in hoffentlich guter Erinnerung behalten. Dass wir dich in Erinnerung behalten, ich denke mal, dafür sorgst du quasi mit deinem Abschiedsgeschenk, das du uns heute hinterlässt, nämlich mit diesem Inklusionsstärkungsgesetz. Vielen Dank dafür und alles Gute für die weitere Zeit. Vielen Dank.